Wir waren jetzt zweimal in der Stadt in der letzten Zeit und ja, er hat zweimal einen abgesetzt, deswegen. Ja, hallo Jeff. Ich nenne das bei ihm Stressschiss. Das trainieren wir heute ein bisschen. Noch ein paar andere Sachen. Ich nehme euch einfach mal mit. Das Beste, was man mit dem Hund machen kann, ist nachts raus. Im Wald bringt das nicht so viel. Es wird hier kein Parkhausflock. Nein, nehmt euch mit, sofern man etwas sieht. Hier sind Betrunkene. Ihr seht, der Chef, der hängt schon ein bisschen mehr in der Leine. Ich muss das gleich korrigieren. Beim Filmen fällt mir das immer ein bisschen schwer. So, Chef, mach Sitz. Sitz. So, ist fein. Und jetzt komm mal rüber. Bisschen schwierig zu filmen. Ich muss mal gucken, was er macht. Für Jeff ist es wie immer aufregend. Die ganzen Gerüche. Der pinkelt sich komplett leer. Also man merkt es wieder, seht ihr, der ist hier hundswild am Riechen, am Machen, am Tun. Und das ist das, was ihn eigentlich am meisten stresst. In einer solchen Konzentration kennt er das natürlich bei uns nicht. Hier ist ja wirklich alle 2-3 Meter die höchste Stufe an Urin. Nachts ist er ein bisschen anders drauf, wenn da ihn irgendjemand erschreckt oder um die Ecke kommt, dann stellt er diese Person. Ja, Chef, komm. So ist fein. Also er läuft gut an der Leine, aber sobald er irgendwas in die Nase bekommt, dann ist natürlich hier Halligalli. Aber so ist gut. Hier ist Überlärm. Wir könnten jetzt voll in den Trubel gehen, aber ehrlich gesagt habe ich gar keinen Bock drauf. Wir werden uns noch in die Nähe des Rathausplatzes bewegen. Hängen dann auch viele dunkelhäutige Menschen ab. Der Chef, der soll das auch kennenlernen, weil er kennt nicht so viele. Er geht es jetzt nicht so an wie meine alte Hündin, aber klar, der Hund, der sieht die auch nicht sofort, ne? Und dann kann es sein, dass er sich erschreckt. Deswegen, das muss man auch trainieren. Der Chef, wenn man nichts mehr im Tank hat, dann wird es schwer, ne? Da kannst du so viel riechen, wie du willst. Oh, da hatte der Junge doch noch ein bisschen Reserve. Ich sag's euch, der Junge hat richtig zu tun. Ja, Jeff, wir hatten jetzt gerade ein sehr interessantes Gespräch. Der Jeff hat ihn gar nicht so beachtet. War ein Kerl aus Gambia. Junge, der hatte schon einige Spaßzigaretten intus. Hat da so seine Reggae-Musik gehört. Ich glaube, die hat Jeff auch sehr ermüdend gemacht. Der ist auch fast eingeknackt. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, wir gehen jetzt weiter. Sonst komme ich auch noch einen in die Birne. Man hat ihm aber angemerkt, dass es ihm sehr fremd ist, dass fremde Personen auf ihn zugehen und mit ihm sprechen. Der war jetzt 7 oder 8 Jahre schon da. Man müsste das so ein bisschen aus der Hundesicht sehen. Wir haben betrunkene Menschen, Jeff. Wir haben betrunkene Menschen getroffen, dunkelhäutige, laute Menschen, komische Menschen, Busse. Das sieht Jeff ja auch nicht so viel, dass die vor der Schnauze halten und dann da Leute aussteigen. Jeff, würdest du bitte mal hier nicht so... Ja, Dankeschön. Autoposer haben wir gesehen, alles Mögliche.